Wie lange rennst du da noch? Und der Rasen gehört auch mal wieder gemäht. Der Schmidt von gegenüber, der mäht schon zum zweiten Mal diese Woche. Ja, und wenn er zum dritten Mal mäht, dann kann er unterirdisch mähen, weil oberirdisch nichts mehr wächst. Was rechnest du da eigentlich? Das ist die Abschlussrechnung für unseren Buben. Der braucht nicht mal, dass alles umsonst ist. Ne? Da wird er sich dran gewöhnen müssen. Was für eine Abschlussrechnung? Von was redest du da eigentlich? Ja, die Abschlussrechnung, was ein Kind kostet, das ist ja kein Pappenstiel. Spinnst du? Du willst unserem Sohn eine Rechnung stellen? Ja, warum noch nicht? Zahlen kann ich auch. Und wir? Jeden Tag kann ich zahlen. Ich bin noch nicht dem sein Depp. Ne? Das kriegt jetzt alles präsentiert. Was kostet das dann alles zusammen? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich fange gerade erst an. Aber allein, wenn man die so schaut, Windeln, nicht? Jetzt nur ungefähr, circa, über den Daumen gepeilt sind das 1.916,30 €. Nicht? Und das sind die billigen, nicht die teuren. Und dann die ganzen anderen Sachen, wie zum Beispiel Klamotten, Essen, Trinken, Babysitter, nicht? Benzin fürs Auto, nicht? Zum in den Kindergarten fahren. Oh, nee, da wärst du nicht mehr fertig. Da kommt ganz schön was zusammen. Da denkt man immer gar nicht dran, was das alles so kostet. Ja, du denkst das nicht. Das ist mir schon klar. Du hast ja eine EC-Karte, da kommt ja das Geld aus dem Automaten. Aber ich muss das Geld verdienen, das du und dein Herr Sohn aus dem Fenster raushaut. Ich darf doch blechen, nicht? Zahle Mann und Söhne. Ich bin doch der, der jeden Tag in der Scheißversicherung drin sitzt und sich krumm und bucklig arbeitet. Ja, dann hättest mich halt nicht geheirat. Ja, da kommst du jetzt daher. Das hättest früher sagen müssen, nicht? Heirate mich bitte nicht, weil ich bekomme einmal einen Sohn und mit dem werde ich das Geld schneller hinaushauen, als es hereinkommt. Glaubst du, da könnte ich mich schon wieder so aufregen? Es geht doch nicht nur ums Geld. Im Leben geht's doch noch um was anderes auch. Das ist doch schön, wenn man einen Sohn hat, der so gut gelungen ist. Ja, freilich ist das schön, da sag ich doch gar nichts. Aber die Kosten fressen uns auf. Kapierst du das nicht? Allein Schulhefte, Haftpflichtversicherung, die teuren Fahrräder, Mofa, der feine Herr, geht da keine Meter zu Fuß. Führerschein, Auto, Studiengebühren, Studentenwohnung und nach dem Studium dann vielleicht sogar noch Promotion. Ich hab doch keinen Geldscheißer. Ja, und wenn er jetzt in Eichstätt studieren wird, dann könnte er daheim wohnen und mit Bus hin und her fahren. In Eichstätt studieren, ja, dann wäre der Pfarrer. Dann haben wir den ganzen Tag auch noch das Herz Jesu gruselt. Aber ich sag denn, dass er Pfarrer wird, da kann er doch auch was anderes studieren. Mhm, was noch? Das weiß ich nicht, aber da kann man doch bestimmt auch was anderes studieren. Du bist wie deine Mutter. Von nix eine Ahnung, aber mit der Goschen ganz vorne mit dabei. Jetzt lass bitte meine Mutter aus dem Spiel. Immer hackst du auf meiner Mutter rum. Sie kann machen, was sie will und immer redst du blöd daher. Sie kann dir sowieso nichts wegmachen. Schenkt sie dir was zum Geburtstag, sagst du. Ja, den Scheißdreck kann sie behalten und schenkt sie dir nichts, dann ist es dir auch wieder nicht recht. Stofftaschentücher mit Monogramm. Ich hab in meinem Leben hab ich noch keine Stofftaschentücher hergenommen. Sie hat es doch nur gut gemeint. Aber sie hat mich ja gleich gewarnt, als ich mit dir angekommen bin. Was willst du mit dem Versicherungsfuzzi, hat sie gesagt. Ja, du kannst ja gleich einen Immobilienmakler anschleppen, hat sie gesagt. Der ist nichts, der hat nichts und aus dem wird auch nichts. Weil da hat er den Arsch zu weit unten. Der Mann ist eine Null. Und ich hab immer zu dir gehalten. Ich konnte nicht schlecht. So, jetzt hab ich's. Pass auf, der Grippi schuldet uns insgesamt 398.475 €. Und bei der nächsten Gelegenheit hau ich ihm das hin. Also die nächste Gelegenheit wäre in circa 9 Monaten, weil ich hab heute meinen Eisprung. Was? Echt? Dann aber gleich, weil ich muss in einer Viertelstunde wieder in die scheiß Versicherung. Wurscht, lass so. Oh, ich sitze auf dem Sitz. Ey, das ist der Taschenrechner. Warte, jetzt wird's so schlimm. Ja, warte. Mein Fuß, du hast mich. Ja, warte, ich tue mich halt auf die Schulter. Ja, jetzt, warte.